Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen in Kais Kock-Studio. Ja. All Cocks are Bastard. Warte mal, ich mache ein Foto, wo ich gerade in der Luft bin. Und heute wird wieder eine kleine Pfanne. Genau. Und alle kleben an der Decke. Genau. Für die Panker gemacht. Eine sogenannte Panker-Pfanne. Wir haben hier Zutaten aus aller Herren Länder. Wir sehen links etwas für den Ausgang. Für den Ausgang. Da für den Eingang. Für den Abgang. Und hier rechts für den Abgang. Ein paar Gewürze müssen wir mit rein. Ja, selbstverständlich. Ein paar Gewürze müssen mit rein. Wo war denn den Schirker? Hier ist der Koch vor seiner Pfanne. Lecker, 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 lecker. Das Ganze wird natürlich entsprechend akustisch untermalt, weil auch Nudeln müssen glücklich gebraten werden. Ach, da stirbt schon jemand den Induktionsherd tot. Ja, doch, meine Herren. Auf die Pankerliebe. Ah ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig, aber ah, wie wir hören, das wird schon was. Es brutzelt. Es brutzelt. Derweil können wir noch einmal so ein bisschen hier durch unsere schöne Stube schwenken. Hier ist das Nachtischsofa, immer sehr gerne genommen. Dann geht's weiter. Hier sitzen die sechs kleinen Panker. Der siebte kann nicht, weil er weiß nicht, ob er vielleicht doch. Ach nee. Ich muss dir deine Rolle nach Kochen übernehmen. Und hier haben wir die kleine Kochnische. Alles, was das Pankerherz begehrt. Und es bleiben keine Wünsche erfüllt. Ja, meine Freunde, da kann keine Mutti mithalten. So, ich glaube, wir machen erstmal einen kleinen Fotostopp. Wer möchte den Schirka? Jawohl! Ich! Hier, jo, hier, hier, hier! Bis gleich!